Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Am Freitag fand zum inzwischen 18. Mal der Hallencup des Parchimer FC in der Fischerdamhalle statt. Spannender Budenzauber und ein Derby nach dem anderen sind das Erfolgsrezept des Turniers. Mit Lübs, Stolpe, Neustadt-Glewe, Blau und den Parchimer Teams waren die üblichen Verdächtigen natürlich wieder mit dabei. Man kennt sich. Hallensprecher Detlef Krause weiß noch, wie alles begann. Die ersten Turniere waren noch so, da kam eine Mannschaft aus Schwerin und Güstrow und Wittenberg, Hagenow. Das hat gar nicht gefruchtet, weil die Zuschauer, die müssen aus der Region kommen. Das heißt praktisch immer Umgebung. Also umso näher sie sind, so Sickelkohl, Stolpe, Aufer, Parchim, Lübs, alles dicht bei, Blau, da sind auch die Fenster. Die Frage der Fragen war natürlich, ob der Favorit und fünfmalige Gewinner Lübser SV auch ein sechstes Mal erfolgreich sein würde. Im Spiel gegen Plau jedenfalls dauerte es, bis Danny Groth seinen Verein in Führung schoss. Letztendlich aber doch ein 3:1 Sieg, mit dem die Lübser zeigten, dass ihnen das Hallenkicken einfach liegt. Die Aufregung wird größer, ja. Um den das sechste Mal zu holen heute, sind wir ganz schön aufgeregt. Das haben wir im ersten Spiel gemerkt, die ersten 5 Minuten. Aber danach haben die Jungs sich gefangen und 6:0 gegen Aufbau. Und jetzt gegen unseren ärgsten Konkurrenten Plau, wo auch viele Jungs spielen, die mal damals bei uns gespielt haben, die auch beim Hallenturnier auch immer hier in Parchim mit bei waren. Ist das schon sehr gut, dass wir da 3:1 gewonnen haben. Von der Landesliga bis zur Kreisliga reichen die Spielklassen der Teams. Der größte Unterschied bestand zwischen Lübs und Stolpe. Während die einen den Turniersieg anstrebten, versuchten die anderen in jedem Spiel so gut wie möglich gegenzuhalten. Spaß am ungewöhnlichen Turnier hatten auch die Underdogs. Wir spielen jeden Mittwoch ein bisschen in der Halle, ein bisschen kicken, aber so sind wir eigentlich eine reine Freizeittruppe. Versucht wenigstens auszurechnen mit Platz 4, aber leider mit den ersten beiden Spielen schon nicht geschafft. Ja, wir gucken mal, was jetzt noch passiert. Ne? Letzten Endes dann doch keine Überraschung. Die Lübser erstritten sich einmal mehr den Turniersieg. Auch indem sie entsprechend vorsichtig agierten, sobald sie in Führung lagen. Erst auf den Plätzen 4 und 5 die Parchimer. Für sie wäre in teils sehr knappen Partien deutlich mehr drin gewesen. Aber das muss wohl bis zur 19. Auflage des Hallencups warten. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.